Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed, Leute. In der letzten Folge haben wir unseren Vater Pythagoras gefunden auf den Vulkaninseln und dort auch das Tor zu Atlantis entdeckt. Wir sind jetzt mittlerweile in der Gegenwart und sollen mit Leia, oder Layla, wie die heißt, sollen wir Atlantis erkunden oder halt schauen, was es dort gibt. Das heißt, wir werden jetzt mal dort runtertauchen. Ich mache das Bildmachgerät an und ich werde sagen, go. Gut, Leute, und wenn euch die Folge gefällt, lasst mir ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Ich würde sehr, sehr freuen. Ein Däumchen nach oben wäre super schön von euch. Da, das muss der Eingang sein. Okay. Schön, dass wir hier so viel sehen. Fähigkeiten hat sie keine, okay. Könnt ihr mich noch hören? Es ist erschreckend leise im Funk. Wir hören dich, Layla. Danke. Es ist so still hier unten. Oh, ist geil, wenn man... Du bist nicht allein, Layla. Wir beobachten deine Fortschritte. Du machst das gut. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Das ist sehr cool gemacht, weil... Die am Schreibtisch sitzt. Ich muss nicht auf einem Boot sein, um zu helfen. Ich weiß alles über das antike Griechenland. Wusstest du, dass die Minoa bei Sakros einen so riesigen Friedhof gebaut haben, dass man ihn die Schlucht der Toten nannte? Können wir bitte nicht über den Tod reden? Elena, falls ich hier sterbe, versprich mir, dass du den Ort in die Höhlen der Toten umbenennst. Alles klar. Leute! Hier müssen wir weitergehen. Wo sind wir gerade von hier gekommen? Okay, das schaut. Hier waren wir noch nicht. Ah, hier sind wir vorher mit der Cassandra durch. Ah, jetzt sind wir eh schon da. Mir wird das Loft in London fehlen. Die Aussicht hat mir gut gefallen. Fehlen? Warum kannst du nicht zurück? Hast du Kyoshis Bericht nicht gelesen? Abstergo hat es durchsucht. Es ist kompromittiert. Nein, ich war mit Recherchen zu Terra beschäftigt. Kyoshi, alles klar? Natürlich. Nachdem wir unsere Ausrüstung abtransportiert hatten, habe ich alles aus sicherer Entfernung beobachtet. Haben Sie mein Geschenk gefunden? Ja, Sie haben den USB-Stick gefunden, den du verloren hast. Nette Taktik. Keiner bei Abstergo wird dumm genug sein, ihn in einen Computer zu stecken. Das müssen Sie nicht. In dem Gehäuse ist einer meiner RFID-Transmitter. Er muss nur in die Nähe einer Workstation, sagen wir, im Büro des Sicherheitschefs. Und boom. Beeindruckend. Alles an einem Tag. Wow, das ist beeindruckender, als ich es mir vorgestellt habe. Wie haben Sie das alles gebaut? Ich würde alles für einen ISO-Werkzeugkasten geben. Okay. Das ist anders als in Ägypten. Ein paar ästhetische Elemente sind gleich, aber... Ich sollte den Anzug ausziehen, bevor ich mich umsehe. Es ist real. Ich hab's geschafft. Layla an Altair 2. Ich bin drin. Hast du Sichtkontakt? Ja! Bei den Göttern, Layla! Das ist Atlantis! Wie fühlst du dich? Ist der schwindelig durch den Druckwechsel? Nein, alles gut. Diese Räume sind... der Wahnsinn. Denk nach, Layla, denk nach. Es muss einen Weg geben. Irgendwo muss eine Stromversorgung sein. Ich gehe zurück in den Animus. Cassandra muss mir zeigen, wie sie hineingekommen ist.
Okay. Wo ist der Animus jetzt, wenn sie das Lager da geräumt haben? Mehrere Quests angenommen. Okay, dann schauen wir mal. Wir haben jetzt hier vier auf jeden Fall schon mal einen Schnellreisepunkt. Das ist schon mal gut. Und wir schauen mal ins Quest-Inventar. Das letzte Rätsel. Biotien, okay. Kythera, Lesbos, Messara. Okay, wir haben einiges zu tun, Leute. Kann ich hier was machen noch? Kann ich hier irgendwie... Kann ich da durchgehen? Ah, jetzt haben sie ja wieder Glück gemacht, dass ich nicht hochkomme. Wollte schon mal wieder rein kann. Okay. Okay, ich würde sagen, wir haben das jetzt hier einmal. Und okay, die Quest machen wir auf jeden Fall noch, Leute. Wir wollten aber auch nach Pevki noch. Das heißt, wir werden einmal bitte verlorene Stadt, Schnellreise. Okay, wir werden einmal schnell hierher reisen. Und schauen uns noch einen Rest von der Insel an. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen Schnellreisepunkt. Das ist schon mal gut. Dann schauen wir uns die anderen zwei Inseln auch noch an. Alter, wir sind ja hier. Ich komme ja gar nicht mehr raus, oder? Was ist denn das hier? Okay, wir kommen hier nicht raus so. Wir müssen praktisch zu unserem Schiff. Okay, dann würde ich sagen... Ach, dass die mal anzeigt. Ich will es nicht sehen. Schnell zum Schiff. Wir werden die Insel nochmal abklappern. Abklappern! Jetzt haben wir wenigstens wieder Quests, wo es weitergeht, Leute. Sehr schön. So, okay. Wir wollten nämlich dort hinten noch ein bisschen gucken gehen. Viehzeug hier. Ja, ich wollte auf jeden Fall hier noch ein bisschen schauen. So ein paar Ruinen.
Weiß ich nicht, ob es hier noch was gibt. Hinten stehen schon noch so Häuser und sowas. Wahrscheinlich wird es hier gar nichts geben, aber. Naja. Nicht, dass ich noch irgendwas Geiles übersehe. Was? Ella. Hier ist ein. Los geht's. Ella. Los. Ich würde sagen, geh mal in die Richtung. Und weiter. Los. Komm schon. Aber ich glaube nicht, dass. Es sieht nicht so aus, als wenn es hier noch irgendwas geben würde. Wir kommen und hier hinten haben wir auch noch was gesehen. Ja, da hinten zu dem Haus, da wollte ich nochmal hinschauen. Kleine Ruine. Komm schon. Ah, ein Oreklos wird's. Okay, jetzt sind wir einmal komplett drum, Leute. Na, hier scheint nichts mehr zu sein. Okay, dann würde ich sagen, ab zum Schiff und zur nächsten Insel. So, wir sind jetzt einmal hier. Wir gehen jetzt einmal hier rüber, bitte. Und porten zur Adristea.
waren noch mehr Männer hier auf dem Schiff, oder? Da sind alle unten, oder was? Scheint sogar ein bisschen beruhigt zu sein. Erhöht das Tempo! So schnell es geht! Ab volle Bau! Da ist auch schon die Inselkette, ich glaube mit Sarah und Pevki. Wir anlegen können. Alter Blöde. Können wir nicht anlegen oder was? Vielleicht einmal noch. Ah, hier können wir anlegen. Okay, das heißt, wir drehen uns noch einmal. Ja, aus dieser Vulkaninsel hier. Wir gehen hier an Land. Hier wollen wir erstmal den Aussichtspunkt natürlich. Ja, mystisch hier alles. Bergbiegler. Oh, da hinten haben wir eine blaue Quest.
Okay. So. Wo war jetzt die Quest? Hier war noch irgendwo eine Quest. Schauen wir auf die Karte. Habe ich gerade irgendwo eine blaue Quest gesehen? Bin ich blöd? Okay, da kommen wir sowieso dann später wieder hin, wenn wir zu unserem Schiff gehen. Ich würde sagen, wir gehen mal in diese Richtung. Da haben wir das Pferdchen. Bewegung! Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ich bin unterwegs einmal kurz abgeritten bin, Leute. Weil ich will nicht hier irgendwas, keine Ahnung, irgendwas Wichtiges vielleicht übersehen oder so. Oder vielleicht, wo man irgendwie einen Gegner versteckt ist, aber man weiß es ja nie. Wo wir vielleicht Rüstung snacken können. Komm schon. Schon mal ein Fragezeichen. Los! Los geht's! Genau, Oreikloss. Können wir auch mal schauen, ob wir uns irgendwas Schönes kaufen können davon. Jetzt haben wir ja schon ein paar. Meter aber unter uns soll es sein. Gibt es den Höhleneingang? Da unten ist ein Lager auf jeden Fall. Ich habe schon gesehen, Leute. Ich wollte nur noch mal schnell hierher gucken. Und schon wieder so ein Ding. Es lohnt sich, wenn man hier ein bisschen guckt. Riesenschiff, ey. Okay, dann würde ich sagen, ab zum Fragezeichen. Wenn hier irgendwo eine Höhle ist, wäre da was ein Lager gewesen. Da geht's rein. In die Höhle des Schreckens. Schatz plündern einer. Also richtig cool ist, es gibt keine Gegner. Auf den Inseln. Ich weiß nicht, ob noch welche kommen. Vielleicht sind nur bloß Schlangen hier. Ja, ist klar, die Gegner, was sollen die hier? Die haben ja nichts zu fressen. Hier so ein Erz. Okay. Ja, sind wir in der Höhle drin, aber ich sehe keinen Weg.
Tor ist nicht verfügbar. Wo soll denn hier das Ding sein? Wo ist denn das Spiel? Da ist der Schatz. Okay, boah, siehst du. Na gut. Hätte es mehr erwartet. Hätte ich jetzt gedacht, kriegen wir vielleicht eine legendäre Rüstung oder so. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen einmal zu der Stadt ganz vorne. Na los, komm. Schauen wir uns das nochmal an. Da, wo wir zum Anfang nicht anlegen konnten. Da war ja auch noch ein bisschen was. Vielleicht gibt es da noch irgendwas Schickes. Das müsste über den Insel hängen hier sein. Ja, das wollten wir uns dann später anschauen. Jetzt schauen wir mal, ob wir vielleicht den Schiff noch machen können oder was es ist. Los. Also wir nischt. So, schauen wir uns da hinten noch rum. Was machen die hier? Gold abbaut oder was? Muss ja auch nichts zu sein. Und das Gold ist, okay, dann würde ich sagen, ab zum Schiff. Dann wäre die Insel eigentlich so weit durch, glaube ich. Und wir können gleich zur nächsten starten, und zwar der hier. Wütender Krater der Aegis.
markiert, oder? Wird nicht markiert? Hier, hier irgendwo. Hier haben wir auch einen anderen Punkt, genau richtig. Sieht auch schon wieder so komisch aus. Mit den Blöcken hier drinne. Nicht zeitgemäß, glaube ich. Und wir haben auf jeden Fall schon wieder ein glühendes Fragezeichen. Ein Fragezeichen, ein glühendes. Vielleicht ein Tierchen. Level 50 wahrscheinlich. Oder vielleicht auch wieder ein Eingang. Wenn wir da unten raufgehen, sind wir wahrscheinlich down. Wir speichern mal. Irgendwas muss es ja hier geben. Weiß nicht, können wir da raufspringen? Aber hier ist ja nichts, gell? Doch, da wäre eine Höhle. Weiß nicht, ob wir da rauf können. Okay, hier können wir rauf. Ist aber nichts. Ist der Kyklop. Wo sind wir denn gekommen? Da hinten geht's auf jeden Fall weiter. Muss ja irgendwas sein, weil umsonst wäre ja nicht so ein Punkt. Gibt es irgendwo einen Eingang im Geheimen?
Hier ist auf jeden Fall. Irgendwas ist hier. Ich schaue mir das genau dort. Warum ist hier so ein Punkt? Geht's vielleicht jetzt so nicht storytechnisch, dass wir hier nicht weiterkommen? Dass wir erst in der Geschichte weiter vorankommen müssen? Dann schauen wir uns ein bisschen weiter um. Ich denke mal, dass halt irgendwann im Laufe des Spiels noch irgendwas kommt. Hinten ist noch was. Jetzt zeigt mir genau dort unten das an. Okay, wird hier nichts gehen. Für mehr, glaube ich, wird auf der Insel auch nicht sein hier. Da ist noch so ein Ding. Das holen wir uns noch. Sehr, sehr mysteriös. Aber gut. Jetzt würde ich sagen, rüber nach Pevki. Lager mal ein bisschen was. Hier ist noch ein Anliegepunkt. Oh, komisch. Kos. Okay, Pevki. Und ich sagen rüber da.
müssen mal schauen, wo können wir denn hier anlegen? Wir haben keine Anlegestelle hier. Komm, gehen wir hier hoch. Irgendwo muss es ja eine Anlegestelle geben. Eine aufregende Reise. Das ist das gute Leben. Wenn Seelenwald einfach einmal rum, dann sehen wir schon. Sieht so aus, wenn es hier irgendwas geben würde. Da müssen wir in Misara anlegen. Und damit wir die Insel hier drüber reiten, keine Ahnung. Gibt es einen Aussichtspunkt? Wir haben Treibgut entdeckt! Barnabas, was ist die große Landmasse vor uns? Kreta, das Land der Mysterien und Helden. Theseus und der Minotauros. Du kennst die Geschichte. Teilweise. Kreta. Theseus war ein Held der Athene. In Sparta war die Geschichte nicht sehr beliebt. Ja, aber es war eine epische Geschichte. Theseus wagte sich in das Labyrinth, um den Minotauros zu erleben. Ein schier unmögliches Unterfangen. Doch es gelang ihm und er rettete die Minoren.
Scheint Theseus und ich haben so einiges gemeinsam. Kopf hoch, Kassandra! Die Götter stehen auf deiner Seite. Wenn es dir gelingt, grillen wir eine Ziege, trinken Wein und ich erzähle dir alle Geschichten, die ich kenne. Ich bin froh, dass du hier bei mir bist. Es ist mir eine Ehre, dich zu begleiten, Adlerfrau. Wo sind wir denn jetzt? Denk mal, dass hier irgendwie was wäre. In so einer Bucht drin oder so. Na, da haben wir schon fest. Ist auch wieder nichts zum Anlegen. Was ist denn hier? Bin wir einmal komplett rumgesegelt. Schauen wir mal hier runter. Dass ich es auch so anlegen könnte. Da kann man anlegen. Missara, Triumph des Theseus. Gut, dann damit würde ich sagen, machen wir jetzt an der Stelle auch einen Cut und schauen natürlich, wie die nächste Folge weitergeht. Ich wollte ja mal in die blöde Arena. Und die müsste doch hier irgendwo sein, diese blöde Arena. Wir schauen uns in der nächsten Folge an, ob wir das Ding finden. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.